Der Star Wars Rewind am 19.01.2019. Heute geht es unter anderem erneut um Episode 9 und das von EA gecancelte Star Wars Spiel. Die Dreharbeiten für Episode 9 nähern sich immer mehr dem Ende und somit begab sich das Team nun zurück nach Carrington, England. Dort sollen sie angeblich in den sogenannten Luftschuppen drehen. Solche Garagen wurden bereits damals für Aufnahmen von Rebellenbasen genommen. Ob das nun etwas bedeutet, ist unklar. Bereits vor etwas längerer Zeit wurde Visceral Games von EA geschlossen und somit ging das Kopfgeldjägerspiel dieser an EA Vancouver über, die die Assets nun nutzten, um ein Open-World-Spiel zu realisieren. Nun ist auch dieses Projekt gestoppt, da es nicht schnell genug vorankommen würde. So hätte das Spiel nämlich noch nicht mal die Produktion erreicht. Ein Kommentar einer der Mitarbeiter sagt nun aber, dass es wahrscheinlich ist, dass die Assets nicht komplett verworfen werden, sondern für ein kleineres Spiel mit demselben Konzept verwendet werden. Eine Buchtrilogie, die heiß erwartet wird, ist die Alphabet Squadron-Reihe von Alexander Freed. Nun wurde eine Comicreihe mit dem Namen TIE Fighter angekündigt, welche im April erscheinen wird und als ein Crossover dienen wird, welches die Story um mehrere Perspektiven erweitert. Das war's aber auch schon mit den News der Woche. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr von der Aktion EA haltet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.